So, da haben wir Bescheid gesagt. Dann gehen wir in Waff ein bisschen. Das ist nicht Waff, das ist Waff. Gucken, wie lange, bis ich ausraste. Wahrscheinlich Autosave macht am meisten Sinn. Oder? Sind extrem gestresst, das schmeckt doch. Er hat zwar einen Bierbauch. Du kennst den Kräuter. So, Saisoneröffnung. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein Testspiel machen. Habe ich da schon irgendwo Suche gemacht? Nee. Am 18. ne? Müssen wir machen am 18. dann. Oh, sie gehen jetzt beide in den Kindergarten. Geil. Der sieht aus wie 10. Guck, ich wollte ein bisschen Pathfinden noch, aber mal gucken, wie es bei Waff läuft. Vielleicht rasten wir nach einer Stunde aus. Boah, ist das kalt. Jawohl, der erste Verletzte, das schmeckt. Aber wenigstens kamen mehr Fans als letzte Saison. Test. Hi, Bob. So, am 18., ne? Warum ist das alles ausgegraut? Ach, weil ich noch auf Dings bin. Am 19. ist der Dings da, dann müssen wir am 20. spielen. Wer kennt nicht Dampfjach? Sind wir da? Jawohl, Jonathan Frakes. Der Mann weiß, wie er guten Content macht. Plus ein nur? So ein Skandal. Muss ich gucken, ob ich Freitagnachmittag Zeit habe. Kann ich dir noch nicht versprechen. Ich denke eher nein. Aber wie gesagt, kann ich noch nichts sagen. Er schlängelt durch den Wald, so froh und heiter, seine Freunde sind bei ihm.
Okay, die Woche ist jetzt schon belastend. Das sollte ich vielleicht mal machen. Das habe ich komplett vergessen zu machen. Ich Idiot. Ja, wie gesagt, ich denke eher nein, aber ich kann es doch nicht 100% zu oder absagen. Das habe ich die ganzen Saisons ausgemacht. Macht er das automatisch? Dann? Ich hoffe, das macht er automatisch. Sehr gut. Das schmeckt doch. Ich will auch wieder einen richtigen Spielstand machen, aber wie gesagt, ich ziehe das hier durch. Bis einer die Karriere beendet halt. Weil jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, was realistisch möglich ist. Willst du bei Wattenscheid bleiben? Ja, er springt so vergnügt, unser Tiger. Auch wenn er sich manchmal benimmt wie ein Neger. Das stimmt. Oh, shit, Fliege, Borosch, Martin und Crash. Durch den 100 Morgenwald. Ja, wir lehnen ab. Weil wenn du vorhast, mit Wattenscheid durchzustarten bis nach ganz oben, vergiss es. Du wirst dann dasselbe Problem haben wie Jakenschwick, dass du keine Fans reinkriegst, weil im Editor steht... Mit seinem großen Herz. Ja, okay, wenn du dann wechselst, dann ist vielleicht egal. Problem ist, dass kein Geld reinkommen wird, weil keine Fans kommen werden wegen diesen Einstellungen. Muss mal gucken, wie es bei dir läuft. Schick uns deine Freunde stets fröhlich und bald. Mit jedem Tag neue Abenteuer, die sie finden. In ihrer Welt der Freundschaft werden sie immer binden. Ach so. Die wollen nicht, Gott sei Dank nicht, die wollen nur gute Trainer. Maria, die gibt's leider ja nicht, ne? Oder? Ich habe die ja noch nie gesehen. Was gibt es heute bloß? Lami ist angewiesen auf Kunden und auf Moos. Lami muss mal groß. Ich denke, er muss klein. Lami, pack mal zu. Ne, geht nicht. Nicht, dass ich wüsste. Deswegen spiele ich ja mit dann Erkenschwick wieder von unten nach oben. Das ist ja dann quasi wie Verein gründen, wenn du nur bei einem Verein bleibst. Das ist zumindest die Idee.
Endlich mal ein gutes Testspiel. Ey, Libro Grande. Ja, boah, so geil, dass Vinny nicht gewonnen hat. Und seitdem hat Kylie auch nichts geschrieben, ne? So wichtig. Journalisten. Das ist die von diesem France Football Magazin. Ich glaube, 100 Journalisten von der Welt her müsste das sein. Nationaldings weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube halt nicht. Stark, Tenryu. Erster Schuss, direkt das Gegentor. Was ein Idiot. Kommt das Lamy-Comeback? Ah, jetzt habe ich gar nicht motiviert gemacht. Aber eine der drei Dinger für die Auswahl der Spieler ist ja Fairplay. Dann ist irgendwie klar, dass Vinny nicht gewinnt. Der Wichser. Alter, Tenryu hat schon wieder jeden Schuss kassiert. Egal, wir haben alles erreicht in diesem Spiel. Also nicht alles, aber alles halbwegs realistisch haben wir erreicht. Nie gedacht, dass wir Meister werden. Vor allem nicht so früh. Von daher alles gut hier. Wir bleiben ruhig. Auch wenn Tenryu Arsch ist anscheinend. Aber einen Ball könnt ihr gerne mal halten. Komm, bitte halt einen Ball. Ein. Okay. Drei Schüsse gegen den Sechsligisten. Alle drei sind drin. Tenryu wird nicht zum Saisonstart spielen. Ja, das kann ja nicht sein, ey. Au. Gott im Himmel, Alter. Form hoch, ne? Und dann sowas. Niemals langweilig, ihr kennt's in Voice. Auf
ewig im Spiel. Mit jedem neuen Abenteuer wird das Leben zum Ziel. Oh, 9,5 Millionen will Watt. Das ist das erste Mal, dass wir ein richtiges Angebot bekommen für Bierlon. Nein. Verpisst euch alle, ich verkauf keinen. Nein. Eieiei, ah, ja, DFB Supercup. Team Scouting, okay, findet statt jetzt. Ich habe das die ganzen Saisons über vergessen. Das ist mir eben erst eingefallen, dass es dieses Team Scouting doch gab. Oh Gott. Stimmt, wir haben. Wir müssen noch Bandenwerbung suchen. Ich habe das komplett vergessen. Wir können noch 4, sie können noch 19 verkaufen. Ja, geil, DFB Supercup. 400 Kilometer fahren. So ein Scheiß. Ja, okay, nehmen wir 2,5 Millionen. 2,1. Auf dem Schattentau mit Kylie, betrunken laut und krumm, lacht in die Finsternis, als wäre alles ein bisschen dumm. Sie hebt die Flasche hoch, heult den Mond an, doch Tara spürt das Grau und sieht. Ich hab jetzt einfach Lego genommen, ich Trottel. Das waren gar nicht die, die am meisten gegeben haben, ne? Verdammt. Das war dumm. Geil, ich erhalte mal eben 1 Million noch. Ja, ich meine, ich kann mit dem Geld eh nichts anfangen in dem Spielstand. Oh, super, toll. Geld wird hier nur fließen in Vertragsverlängerung. Wir haben den ersten und einzigen Titel. Gewinnen können. Lauf, Tara, lauf in der finsteren Nacht. Durch die dunklen Gassen sei auf der Wacht. Die Kürbisköpfe jagen mit Augen so hell. Ist das echt oder nur ein böser Spuk so grell? Lauf, Tara, lauf, sie kommen immer näher. Halloween ist hungrig und seine Nacht wird schwer. Guck mal, die Experten tippen für uns. Ja, Tenryu geht raus. Wir vertrauen den Loot Shop Boy. Wir vertrauen mal den Schexter. Dann wollen wir mal schauen. Das ist der Pokal eigene Gesetze. Einen machen wir rein. Ich spiele auch mit Libro, du Nase. Ich spiele auch mit Libro. Gucken wir mal, wie es läuft.
Wir spielen natürlich gegen die stärkste Mannschaft Deutschland, ey, das ist bitter. Oder aber wir gehen einfach 1-0 in Führung. Stärkemäßig ist Dortmund jetzt stärker als Bayern, habe ich in der Tabelle gesehen. Ja, wir bleiben jetzt ganz ruhig. Wir haben alles erreicht. Alles. Klar, kein Champions League-Sieg, aber den kannst du eh nicht planen. Mit so einem kleinen Kader ist das eh unrealistisch, muss man auch sagen. Außer man scheißt auf die Liga. Aber das tue ich nicht. Die Meisterschaft war mein großes Ziel. Ist viel wertvoller als Champions League. Weil wir so scheiße waren am Anfang der Saison von der Stärke. Das schmeckt. Von daher, jetzt geht es nur noch darum, wie weit können wir kommen. Und wie gut wird unser stärkster Spieler am Ende sein. Das wird interessant. Wir haben ja jetzt schon einen mit 12, ne? 12-1, der Tori. Wird Lucio Blamy uns den Sieg festhalten können? Oh. Ach, guck mal. Vollidiot. Aber habt ihr gesehen? Bei uns wäre die Szene wieder, dass sie den Torwart angeschossen hätten. Unfassbar. So, wenn Schlotterbeck bei denen den Freistoß schießt, weiß ich, die haben keinen Freistoßspieler mit dem höchsten, mit dem Freistoßskill. Dann schießt nämlich immer der stärkste Spieler. 13,3, Josef, siehste? Josef Goebbels hat heute Geburtstag. Irgendwelche Ernsthaft? Worte? ich glaube, der müsste Scheck was zu sagen. Hat der heute? Jetzt ernsthaft? Weil meine Schwester hat heute auch Geburtstag. Das wäre lustig, das hätte ich nicht auf dem Schirm. Nein, das nicht. Meine Schwester ist nicht Goebbels. Hoffe ich. Würde einiges tatsächlich erklären. Oh, plus 1 übrigens an das letzte Wort an Kenta da von dir, Crash. Guck mal, 10 Minuten spielen wir jetzt noch Eierschaukeln gegen Dortmund. So, der Supercup ist ja eigentlich der wichtigste Titel der Saison. Easy Snack. Das heißt, wir haben schon wieder einen Titel gewonnen. Das heißt, wir werden, egal was passiert, keine Titelsaison, titellose Saison haben. Yay! Yeah! Bob, hast du für Victorino gepult? Ich musste leider ins Pitti gehen. Ülfe, Ülfe. Ich meine, Pokal wäre auch noch lecker. Champions League mit dem... Ja, genießt das. Ich weiß nicht, woher die ganzen...
Ich distanziere mich. Ich habe ihn auch nicht gepult. Hilfe. 10 Managerpunkte nur. Ficken. Ah, guck mal, aber wir haben anscheinend schon den Pokal und die Champions League gewonnen. Nein, das heißt einfach nur, in dem Cup ist man noch dabei. Du hast ihn jetzt ernsthaft? Spielst du LA? Oh, wir haben einen neuen Spieler. Shit, da habe ich reingeschissen. Wie nennen wir den denn? Sag mir mal irgendeinen Namen, dann nehme ich den. Ich meine, der ist eh scheißegal. Der wird in die zweite Mannschaft hochgezogen. Und Ende Gelände. Ist ja kein wichtiger. Manfred Mattes, der bei Wolfsburg. Das ist aber ein Innenverteidiger. Und Mattes will ich ihn nicht nennen. Dann machen wir so Manfred Mattes mit H, weil das Idioten sind und meinen Namen nicht schreiben können. Noch viermal möglich. Okay. Aha. Guck mal, so ist doch gut. Ich hoffe, da ging hin. Laufende Verhandlung. Fickt euch, ihr kriegt Bierlon nicht. Unfassbar. Matthias, leck mich. Taubi Taubs, ah fuck, hab ich zu spät gesehen. Ich Depp. Oh, jetzt erste Runde Pokal, Jan Regensburg. Ganz ey, Quash, jetzt wo du da bist, weißt du, was wir jetzt 8 Saisons nicht gemacht haben, was unfassbar dumm war? Weil ich ja auch nie auf dem Transfermarkt bin. Warte, ich muss kurz hier gucken. Das Team Scouting. Wo ist es? Hier. Wenn sie einen Gegner zuvor beobachten, halten sie zusätzlich zu den Scouting-Fortschritt meinen Spielern, weil das war mir ja scheißegal, aber ein Matchbonus auf das nächste Spiel. 2 Beobachtungen sind vor wichtigen Spielen optimal. Nächsten Gegner automatisch analysieren und wöchentlich... Ja. Nee, das gab's schon vorher. Das gab's 100 pro schon im Erkenschwick-Spielstand. Zu 1000% gab's das schon, deswegen habe ich mich ja auch dran erinnert. Weil das ist mir vorhin so eingefallen. Ach so. Ja, wow. Ich habe auch schon 8000 Spielstunden drin. Hast das nie mitbekommen? Du Esel dann. Also das habe ich komplett vergessen. Weil ich habe mich so gewundert, vorhin auch, warum habe ich immer so entspannte Wochen, obwohl ich alles mit der... Ja, aber du hast 8000 Stunden bei mir reingeguckt. Du Nase. Ich habe mich immer gewundert, warum habe ich nie belastende Wochen, obwohl ich immer mit 5 Kindern irgendwas mache. Okay, Fremdsprache lerne ich nicht, aber trotzdem, da hat irgendwas gefehlt und dann ist mir die Scheiße eingefallen. Du hast mehr Spielstunden hier drin als ich. Auch bei Erkenschwick hast du immer weggeguckt. Aber ja, ich war auch nie auf dem Bildschirm drauf.
Weil wir nie bei Scouting drauf waren. Und wenn du allgemein Scouting meinst, hast du aber auch vollkommen recht. Das Einzige, wo sich Scouten lohnt, finde ich, ist Jugendspieler. Ansonsten brauchst du das hier in dem Spiel gar nicht. Zumindest wenn du auf normalen Schwierigkeitsgrad spielst, ne? Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, wenn ich Babu spiele mit diesen Torhüterleistungen, dann raste ich komplett aus. Was wollen die alle meine Spieler verpflichten? Stimmt, Außenverteidiger sind ja rar gesät über Stärke 10, 11 so. Vor allem Junge. Klar, dass die den wollen. Wolfsburg, zweite Liga. Ich distanziere mich. Kann jetzt nicht mal irgendeiner eine Karriere beenden, dass ich mit Erkenschwick dann starten kann? Weil ohne Transfers und Jugendaufbauen fehlt echt mein Lieblingsteil quasi des Spiels. Niest und bist deine Sorgen los. So. Ich will mit euch beiden mal eine WAF-Saison spielen. Das wär's. Das ist mein großer Traum. Wir sitzen 6 Jahre überhaupt an einer Woche dann. Du miese Schwein, die armen Schwicker. Hey, GG. Oh, das wäre tatsächlich cool. Ich überlege gerade, wie das bei EA war damals beim 12er, 13er. Der hatte eine Multiplayer-Funktion. Aber da fehlten online dann ganz viele Funktionen. Da konntest du wirklich nur Transfers machen und Ende. Das wäre cool, wenn WAF 25 sowas hat. Weil ich weiß tatsächlich nicht ohne Patch, ob ich mir das hole. Weil WAF macht mir vor allem Spaß, weil wir hier bis 6. Liga geht in Deutschland. Und mit den ganzen Bildern und so, das ist ja von dem Patch. Eieiei. Ich habe da kein Problem. Wir haben damals, ungelogen jetzt, EA Sports, Fußballmanager, welcher war das? Der 6er 2006, glaube ich. Wir haben den zu viert gespielt bei Deto Ufa Couch. Alter Lami, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Und der war ja auch rundenbasiert an einem PC. Das heißt, 3 Leute haben Playsy gezockt und der andere hat gefühlt 20 Minuten gebraucht für seinen Spielzug. Aber war geil. Vor allem halt am Anfang immer die ganzen Transfers und so. Hat ewig gedauert. Und Deto hatte einen Laptop, muss man sagen. Der mit dem Laptop hat sich dann natürlich so hingesetzt, dass die anderen 3, die gezockt haben, nicht gesehen haben, was der gemacht hat. Damit man nicht gucken konnte, hier, welche Spieler der holt, dass man die wegkauft und so eine Nummer. Das war mega geil. Ich glaube, wir haben höchstens 1, 2 Saisons geschafft. Aber es war geil. Das waren noch Zeiten, ey. War vielleicht war es sogar der 2004er oder so. Es war ewig her. Da waren wir alle noch in der 7., 8. Klasse oder so. Muss das gewesen sein.
Geht das? Wirklich? Ach ja, klar, geht. Dann sieht man hier wenigstens Transfers, ne? Kannst auch, wenn du mich extra aufsteigen und gewinnen lässt, bei Jackenschwick dann einsteigen, wenn ich neu anfange. Ja, stimmt, theoretisch geht das. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich mit Erkenschwick einen neuen Spielstand mache. Weil jetzt ist gerade die Saison angefangen und ich weiß nicht, ob das beim Bossbus so viel Sinn macht. Ah, wobei, du willst ja Bochum nehmen, ne? Dann gucken wir mal, wenn die neue Saison... Wobei, jetzt ist die Saison ja auch noch nicht angefangen. 3. August. Ja, doch. Eigentlich ja schon wegen Transfers oder so, ne? Mal gucken, ob du eher auf Wattenscheid oder Bochum Bock hast. Dann versaust du mir meinen Erkenschwick-Spielstand bestimmt. Weil du aufsteigst und ich nicht. Ich glaube, Erkenschwick-Wattenscheid haben wir nicht mal nachgeguckt sogar. Dass die ziemlich gleiche Bedingungen haben am Anfang. Also beide haben okay Stadion, beide haben kein Geld und Billigspieler. Ich meine, wir hätten da mal nachgeguckt tatsächlich. Aber Erkenschwick hat natürlich Örterer, ne? So, guck mal, ganz entspannt cruisen wir in die zweite Runde. Das ist ja auch nicht immer so. Jetzt geht's echt noch weiter. Wo steht's denn hier unentschieden? Das ist so dumm, dass man nicht die anderen Spiele sehen kann. Was haben wir denn hier so drauf? Ah, Dortmund hat gewonnen. Bayern hat knapp gewonnen. Schade. Ey, dafür, dass wir so oft stolpern am Anfang der Saison, auch mit schlechten Spielen, direkt Supercup gewonnen. Erste Pokalrunde, relativ souverän weiter. Lahm jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht. Oh, guck mal, alle Favoriten weiter. Heidenheim-Hannover ist, glaube ich, zweite Liga, zweite Liga. Hat man auch nicht immer. Okay, gut, Vegeta. Oh. Ich vergesse es jedes Mal nachzuschauen, ob es da eine Funktion gibt, diese Playlisten, dass die nicht automatisch anhalten. Ich weiß es nicht. Okay. Zweite Runde. Jetzt gibt's keine Töpfe mehr, ne? Jetzt können wir richtig gefickt werden. Plus, es sind alle Favoriten weiter. Es gibt keinen einfachen Gegner mehr. Also das Einfachste ist zweite Bundesliga. Und selbst die haben schon einen Goldstern wie Hamburg. Oder Wolfsburg.
Dann lieber sowas wie Ingolstadt oder Magdeburg würden wir nehmen. Oder ein Heimspiel, das wäre auch schön. Bochum, das wäre nicht schön. Wobei Bayern und Dortmund sind noch drin, ne? Das ist beides auch unschön. Kommt, jetzt wir. Gutes oder bestes Los, was möglich war, noch, würde ich sagen. Bayern, Schalke gegen Bayern, Dortmund gegen Leverkusen wäre lecker für uns. Na, ja, Leverkusen-Wolfsburg, das Duell der Traditionsvereine. Dortmund-Bremen, das Duell der Choleriker. Verpisst euch, ihr kriegt Vegeta nicht. Dennis Under von Brighton zu Heidenheim. Solange es nicht. Blank Henry von Dortmund zu Schalke, du Verräterschwein. Na doch, da wollte ich hin. Werde aber auch so gegen 18 Uhr auf jeden Fall noch Pathfinder in 1-2 Stunden und dann ist ja heute Pokal. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? 2 Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden. Ne, ein Sieg, eine Niederlage ist okay. Solange wir nicht absteigen. Wir sind immerhin in der 5. Liga mit unserer zweiten Mannschaft, die nur aus Leuten besteht, die wir hochziehen. Guck mal, kein einziger ist 20, doch hier 22. Dürfte eigentlich keiner was Rot haben jetzt, ne? Na doch, guck mal, wer ist da unterbezahlt? Tori ist unterbezahlt. Habe ich nicht seinen Vertrag verlängert? Ne, offensichtlich nicht. Verlängern mit Tori. Wir haben noch Banden zu suchen. 6 Banden haben wir noch. Manfred Martes. Wie hoch denkt ihr, verliert heute Dortmund? Heute müsste gegen Wolfsburg sein, ne? Oh, Sobra Kopfball 2-2. 1, 2, 3, 4. Ach, der hat ja schon alle Skills. Zweikampf, robuster, ja. Ja, okay. Haben wir das Geld? Vielleicht haben wir es. Wenn er jetzt zufrieden ist. Respektlos. Leider wahr. Ich habe Schei eine Chance gegeben, aber spätestens seit dem Augsburg-Spiel will ich den auch nicht mehr sehen. Can und Schein können beide von mir aus dahin gehen, wechseln, wo der Döner wächst. Also so eine unfassbare Dummheit. Ich bin gespannt, wie er aufstellt, weil... Oh, okay, dann. Weil wenig überraschend, so wie hier gerade bei Kylie, wenig überraschend fehlen mal wieder ein Haufen Spieler in Dortmund wegen Verletzungen. Vor allem in der Abwehr. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Schade, dass man da nicht noch einen alten Sack hätte ein Jahr einen Vertrag verlängern können, der auf Platz 29 jetzt bei der Ballon d'Or-Wahl war.
War wohl leider nicht drin. Fuck, Idioten, ey. Okto nach Hoffenheim? Auf gar keinen Fall. Ja, das kannst du dir halt nicht ausdenken, wie dumm. Aber Hummels hatte leider keinen Stallgeruch, weil er war erfolgreich in seiner Karriere. Na, erster Spieltag. Ist der Hass Isra? Ist er real? PP Form 8. Kommst du mal rein für 8 dafür? Ja, der ist noch nicht fit genug. Dein Ton hat nur 7. Das ist nicht gut. Scheck hat auch nur 7. Fliege steht morgens auf, fühlt sich top. Der Tag beginnt erst richtig mit einem frischen Schluck. Rote Beete, ich sag's euch. Beete im Glas, das ist sein Ding. Ohne das Zeug läuft nichts, da fehlt ihm der Swing. Er geht zum Supermarkt, wie an jedem Tag, doch ja, so schlimm gehe ich auch nicht zum Supermarkt. Aber das mache ich tatsächlich. Wo ist mein Saft? So. Wir gehen rein gegen Köln. Wir haben einen guten Lauf. Nicht nachlassen. Mal sehen, wie es laufen wird. Augsburg führt, wir sind nicht Tabellenführer. Scheiße. Scheck verliert den Ball. Erste Aktion des Spiels. Super Scheck. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Lami zeigt jetzt schon, warum ich eigentlich auf Tenno bauen muss. So, Passwein hab da gesagt, ne? Ich hasse Lami. Oh Gott. Wenn der drin ist, instant Passfinder. Dann kann ich es nicht mehr ertragen, Lami. Jetzt schon nicht mehr. So, nach dem Spiel machen wir Passfinder. Lami ist ein Hurensohn, wer hätte das gedacht? Sofort raus mit dem Bastard. Was für ein dämlicher Vollidiot der Typ ist. Fliege ohne rote Biete Saft, das ist wie ein Sturm ohne seine Kraft. Er tobt, er schreit, er ist außer sich. Gewaltig und wütend, das ist sein Gesicht. Kein Alkohol, nur Saft. Ah, sowas. Also ich glaube nicht, dass wir das noch drehen können. Nee, glaube ich auch nicht, weil ihr alles Vollidioten seid. Ach komm, das Spiel ist so lächerliche Scheiße. Dann kriegen die auch noch den random Elfmeter. Oh, ich hab so keinen Bock mehr. Warum lass ich auch Lami spielen? Den größten Vollidioten, den wir haben. Ja, immerhin machen wir ein Ehrentor. Ja, Hauptsache der random Elfer für den Gegner, ey. Wenn der instant drin ist, der nächste Schuss, scamme ich und mach das Spiel aus. Ich lasse mich hier nicht verarschen wieder. Geht doch. Weil das wäre jetzt schon wieder so eine bodenlose Frechheit gewesen von diesem Spiel. Dass jeder Schuss bei 12 Torhütern drin ist. Das wäre eine bodenlose Frechheit.
Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ist mir scheißegal. Dieses Spiel ist ein Haufen Scheiße. Dieses Spiel ist so ein Haufen Scheiße. Ist klar. Ich lösche den Spielstand. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Jeder Schuss ist drin gegen dieses Hurenspiel. Ich verkauf Lami an irgendeine russische Nutte, die ihn weiterverkaufen kann von mir aus. Ist das lächerlich? Ist das eine lächerliche Scheiße, dieses Spiel? Das ist... Nee, ganz ehrlich, kein Bock mehr. Außer der Ball ist drin. Nee, eigentlich nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab absolut keinen Bock mehr. Ja, ist klar. Hurenspiel. Ganz ehrlich, du bist ein Hurenspiel. Mach ich auch keinen Speicher, das ist mir so egal. Wie kann man so eine Rotze sein? Ich kick das Spiel nie aus. Ja, natürlich hält er den aus 1 Metern. Ach, leck mir am Arsch. Das ist wieder, dass jeder Schuss drin ist, kann mich dieses Spiel mal am Arsch lecken. Verlieren, okay. Aber jeder Schuss drin macht einfach keinen Spaß. Es ist so mies programmiert. Und der Gegner-Torwart, guck hier, pass auf. Yay, er hält ihn. Oh, okay, er hält ihn nicht. Aber es ist so lächerlich. Ich will dieses Spiel löschen. Mach dieses Spiel weg hier. Ich will diese Scheiße nicht mehr sehen. Ja, will ich beenden, dein Rotz-Dreckspiel. Direkt deinstallieren. Kenner dran, wir sind auf Steam. Ja, weil Steam genauso behindert ist wie eure. Also nicht eure, aber von Gerd Köhler, seine fette Hurenkinder. So, beende diese Scheiße, ich will's nicht mehr sehen. Jeder fucking Torschuss ist wieder drin, ist klar. Dieses Spiel ist wirklich einfach nur geistig behindert. Wo ist dieses Drecksteil? Ist mir scheißegal. So, jetzt lösche ich's. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Jeder scheiß Torschuss ist drin. Jeder einzelne Ball. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie kann man so eine behinderte Scheiße programmieren? So, jetzt, egal, ich scam jetzt so lange, bis ich die 5-0 besiege. Das ist mir so egal. Solche Huren-Missgeburten. Das ist mir jetzt so egal. Fickt euch, Köln. Eure Eltern sind Geschwister. Und nicht nur Cousinen. Dreckspiel, ey. Scam ich jetzt und dann mach ich aus. Und dann habe ich erstmal die nächsten Monate genug von diesem Dreck. Ist das eine räudige Scheiße? Ist einfach nur Rotz. Du kannst die Uhr nachstellen, dass der Gegner-Keeper jeden Ball hält und unser ist. Wir haben Keeper, die sind Stärke 11 und jeder Schuss ist drin. Wo ist der Wichser? Du wirst keine Sekunde mehr. Kann ich den verkaufen? Darf ich einen Spieler verkaufen? Scout-Aufträge klappen ja hervorragend. Ach, verpiss dich, Sobra. Gib mir Geld. Damit kaufe ich irgendeinen 16-jährigen Ersatztorwart aus der 6. Liga. Der hält mehr als dieses fette, insolvente Kind. Ich rede nur von dem im Spiel. Der ist Börsenmakler im Spiel. Doch statt zum Arzt zu gehen, sagt sie nein. Ich arbeite lieber Arztbesuch, das muss Dreckspiel, ey. Sie wusste doch schnief, doch es ist ihr egal. Solange der Bildschirm leuchtet, bleibt sie loyal. Auf Twitch läuft der Stream, das ist ihr Ziel. Krankenhaus. Ehrlich, so ein heutiges Dreckspiel kannst du dir nicht ausdenken. Kein Wunder, dass keine Sau Waff patchen will. So ein heutiges Scheißspiel. Und ich schwör bei Gott, das Spiel scamme ich mir jetzt aus dem Arschloch.
Das ist mir so scheißegal. Wenn jeder fucking Schuss drin ist, kann das Spiel mich mal so am Arsch lecken. Dann nutze ich die Funktion meines Lebens, die Speicherladefunktion. Ey, in 1-0, wir haben so häufig verloren, das ist mir so egal, aber wenn so eine räudige Dreckscheiße kommt mit jeder Schuss ist wieder im Tor, fick dich, Spiel. Da werde ich jetzt ab Minute 10 schon scammen, wenn die ersten zwei Schüsse wieder einfach drin sind. Das ist mir so egal inzwischen. Das ziehe ich jetzt durch so. Das werde ich mir nicht mehr weiter antun. Da ist mir mein Blutdruck zu wertvoll. Drecksspiel, ey. Oh, wir haben einen guten Lauf. Darf ich nicht sagen, ne? Sonst kriegen wir 12 Tore mit einem Schuss. Nuttenspiel, ey. Komm, gib mir den ersten Schuss drin. Ich werde direkt wieder ausmachen. Das ist mir jetzt so egal. Das Spiel hat es wieder geschafft, ein großer Hurensohn zu sein. Das ist mir so egal. Ich verliere auch. Ich habe auch in der Meistersaison verloren. Mir geht es darum, dass von 3 Schüssen wieder 3 drin sind mit dem Torwart Form 9. Es macht keinen Sinn. Der Gegner-Torwart hat Stärke 9 und macht wieder den Prime Neuer. Darum geht's. Dass das wieder so eine räudige Scheiße ist. Und jetzt hat das Spiel mich wieder, dass mir das scheißegal ist und ich rumscame. Hauptsache Bochum gewinnt gegen Bayern. Da siehst du, wie schlecht das programmiert ist. War nur Spaß. Ja, natürlich. Halt wieder jeden Ball, Florian Müller, du fetter Hurensohn. Weil genau so wird es enden. Wir kriegen auch nicht die Ecke, weil Quesch hat anscheinend keinen Eckenskill. Oh, warte, ich guck nach. Er hat einen Eckenskill. Ah, Ecke. Pass auf. Mal gucken, ob der erste Schuss wer drin ist. Dieses Spiel ist so lächerlich. Dieses Spiel ist... Ey, ich hab's gesagt, es ist mir scheißegal. Ich scanne die Scheiße jetzt aus diesem Spiel. Der erste... So, bei was sind wir jetzt? 5 Schüsse, 4 Gegentore? Es ist mir so scheißegal. So. Ich wusste schon, warum ich speichere. Ja, schön für dich. Ich hatte eine Hinrunde in 8 Saisons, wo es so war. Und es ist andauernd so. Machen wir uns doch nichts vor. Jeder zweite Schuss ist gefühlt drin. Die einzig gute Hinrunde war letzte Saison. Da war Toriyama... Tenryu goated. Ansonsten halten die Wichser nix. Sondern das ist mir jetzt so scheißegal. Es ist mir so egal. So, und spätestens... Seitdem ich weiß, dass das nicht mein Feeling ist, sondern dass ich eine fucking Strichliste geführt habe wie ein Hurensohn über eine ganze Saison, weiß ich, dass die Torhüter hier absoluter Scam sind. Ulik als bester fucking Spieler der Liga hat wie viel? Ich habe die hier irgendwo noch. Das war irgendwas mit 40 gehalten und 60 kassiert oder so. Es war so ein Witz. Es war so ein Witz. Es war so ein Scheißwitz. Ja, 60 kann er nicht kassiert haben. Oder irgendwie 30 gehalten, 40 kassiert oder so. Auf jeden Fall mathematisch absolut lächerlich. Ja, und anscheinend ist... Ach ja, stimmt, Herr Stegen. Ich erinnere mich. Es ist mir jetzt so egal. Ich scanne das Spiel jetzt. Und dann war es das. Schwul ist einfach nur der Programmierer hier. Komm, erster Schuss wäre drin. Dann direkt wieder aus. Mir so egal. Ah, Konter Köln. Gucken wir mal, ob der erste Schuss wieder drin ist. Ich habe jetzt gar nicht die Mannschaft aufgestellt, ne? Es ist mir so scheißegal. Es ist mir so scheißegal. Ich scamme dieses Spiel jetzt zu Tode. So, das ist jetzt das dritte Spiel. Übrigens, wo unser Torwart mit dem ersten fucking Schuss wieder einkassiert hat. Ist das lächerlich?
Ich scam das jetzt so hart. So, und jetzt fickt euch ins Knie, wer da noch sagt, die halten ja auch manchmal gut am Arsch. Am Arsch halten die gut. Eineinhalb Serien, acht Saisons. Es ist so eine lächerliche Scheiße. Die halten ja auch manchmal, ist klar. Die Spiele kannst du in der Saison an einer Hand abzählen. Die Spiele, wo wir andauernd kassieren, wir haben jetzt schon drei am Stück beim ersten Spieltag. Wo der erste Schuss immer drin ist jetzt. Ist das lächerlich, ey. Das ist so eine lächerliche Scheiße. Da soll mir noch einer erzählen, ne? Manchmal halten sie aber gut. Ja, am Arsch halten die manchmal gut. Tenryu der Einzige, der mal gehalten hat, eine Halbserie. In der Rückrunde war schon wieder Arsch. Kannst einsetzen, wenn du willst. Die kassieren gerade jeden Schuss. Jeder ist drin. Ist das lächerlich? Mir jetzt egal. Ich mach das eh so lange jetzt, bis wir gewinnen. Ist mir so egal. Oder, nee, wie gesagt, bis wir den ersten Schuss halten. Die Niederlage ist mir so scheißegal. Ich will einfach nur sehen, dass die mal vielleicht nicht den ersten Schuss kassieren. So, das ist jetzt Spiel 4. Mal gucken, ob der erste Schuss wer drin ist. Da soll mir noch einer sagen. Genau wie bei fucking Pathfinder das DLC. Ne? Und manchmal gibt RNG, manchmal nimmt man. Ausgerechnet 0,002% oder so mehrmals. Am Arsch, ey. Das DLC war die größte Frechheit. Was RNG angeht. Ich will jetzt Chancen von Köln sehen. Los. Los. Köln, mach was. Köln, mach was, ist mir egal. Ich lade jetzt eine halbe Stunde neu. Ja, ja, haben sie. Stärke 9. So, erster Schuss Köln. Versuch Nummer 4. Ging vorbei, können wir nicht zählen lassen. Wir reden von gehalten und nicht vorbeischießen, Unfähigkeit. Der Stürmer. Das ist auch so arschprogrammiert, ne? Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Man stellt den Einsatz hoch, nichts passiert. Man stellt den Einsatz runter und auf einmal spielen die richtig gut. Ecken kriegen wir übrigens nicht, ne? Ist verboten. Ah, Angriff Köln endlich. Komm, schieß ihn rein. Okay, immer noch kein Schuss aufs Tor. Ich will sehen, ob Tenryu den Ball hält. Weil ich wissen will, dass Köln, ich will Köln Schüsse sehen. Ich will wissen, ob wir einen Ball halten oder nicht. Darum geht's mir gerade nur. Der Rest ist mir egal. Und ich sag's doch, ohne Einsatz spielen die besser. Dieses Spiel ist so unlogisch. Ich habe weder eine Ansage gemacht, noch spiele ich mit Einsatz. So, Ecke. Komm, Köln, mach wat. Das Stock-Meme so. Mach wat, Köln. Und schießt mal aufs Tor und nicht drüber oder so. Ich will wissen, ob er hält. Erster Schuss aufs Tor drin. Wir sind bei 4 Spiele, wo der nicht einen Ball gehalten hat. Das ist doch lächerlich. Ach komm, jetzt... Jetzt hör auch auf mit deiner provozierenden Scheiße auf. Hauptsache gegen Bochum, dann rastest du aus. Spielstand ist mir gerade wirklich scheißegal. So, der erste Schuss war... Ist egal, auch wenn wir 8-1 führen. Der Einsatz 0 hat mit der Torwartleistung nichts zu tun. Der Einsatz hat nur was mit der Fitness zu tun.
Und wie du siehst, spielen die mit Einsatz 0 besser als eben mit Einsatz. Ne, spiele ich nicht. Ich will jetzt, dass der Torwart mal hält. Der Rest ist mir scheißegal gerade. Ah, Strafstoß. Ja, das kann ich nicht sehen lassen. Vielleicht hält er den ja. Natürlich nicht. Ich werde das Köln-Spiel eh nicht beenden. Auch wenn wir 8-0 gewinnen. Ich mache jetzt so lange, bis der einen Ball hält und dann mache ich das Spiel eh aus. Ich habe so keinen Bock mehr auf Waff. Kann man so scheiße sein. Und ich krieg das Spiel wieder nicht raus. Ach, dieses Rotzspiel, ganz ehrlich. Übrigens, apropos Einsatz 0, wir haben 10 Chancen, ne? Und machen 3 Tore, so viel dazu. Wie genial dieses Spiel ist. Na, endlich. So. Spiel Nummer 5, ob unser Torwart einen einzigen Ball halten kann. Spoiler, wahrscheinlich nicht. Weil dieses Spiel von Behinderten produziert ist. Kein Wunder, dass er überall rausgeflogen ist bei den Managern. Und seine eigene Scheiße programmieren musste. Werden wir einen Ball halten? Ich sitze hier 20 Minuten dran, dass der überhaupt einen einzigen Ball hält. Ich kann schon mal die Aufstellung komplett neu machen, weil das wird nicht das letzte Mal sein. Ja, er ist gegangen worden, oder was? Kein Wunder, dass EA dann pleite gegangen ist wahrscheinlich. Wenn sie ihn behalten hätten. Ja klar, weil der so toll war und nicht verbuggt war, ne? Oh, wie war das? Der 13. und 14. haben Todesbug, dass das Spiel gar nicht mehr geht? Stark. Hat einen Grund, warum das beendet wurde. Dann werde ich EA auch nie verzeihen. Ich hatte so einen geilen Spielstand. Und dann war der Spielstand kaputt wegen dieses behinderten Bugs, dass du kein Merchandise haben darfst auf Max. Dadurch geht ja das Spiel kaputt. Das ist ja der bekannte Bug. Wie kann man so eine Scheiße produzieren, EA? Ach, warum mache ich das überhaupt? Ich will einfach nur sehen, dass Köln Torschuss hat. Los, Köln. So, und für Bob mach ich mir den Einsatz hoch. Ach komm, ja. Ist klar. Ist mir so egal. Von mir aus mach ich 10 Tore jetzt. Es ist mir so egal. Ich werde auch keinen Sieg akzeptieren jetzt. So eine räudige Scheiße. Einziges Gute in dem Leben ist Pathfinder. Wegspiel. Armer Broly, dass sein Tor nicht zählt. Ja, wir werden den ersten Ball wieder reinkriegen. Also das kann mir auch keiner erzählen. Wir sind im 5. Versuch und der hat jedes Mal den ersten Ball kassiert. Jedes Mal. Das kannst du dir auch nie ausdenken, ey. Ich wünschte, das Spiel wäre geskriptet, dass ihr das Spiel, wenn man es lädt, gleich läuft. Also, Ecke. Muss ich noch irgendwas zu diesem räudigen Spiel sagen? Spiel Nummer 5. Erster Ball ist das Tor. Ey, das ist doch so lächerlich. Stärke 9,6. Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall. Komm, zweiter Schuss auch drin. Oh! So, ist mir trotzdem... Wo ist dieses...
Ich krieg halt Waff auch nie runtergeschmissen. Ich hab's euch gesagt. Es ist mir gerade so scheißegal, wie das Spiel läuft. Zum 12. Mal. Mir geht's darum, dass jeder erste Ball drin ist. Ich will mal gucken, dass der den ersten Ball hält. Das ist mir so scheißegal. Was ist das für eine drecksprogrammierte, räudige Scheiße? Das ist jetzt was? Der 6. Versuch? Dass er mal einen Ball hält? Kannst du doch keinem erzählen, ey. In weiser Voraussicht die Aufstellung schon geändert gehabt. Ist das lächerlich. Jeder Torschuss ist drin. Jeder erste Torschuss. Mal gucken. Ja, ich habe die Aufstellung gemacht. Ja, ist mir. Ist so scheißegal gerade. Es ist so scheißegal. Ist egal, trifft es nämlich gerade richtig. Ich habe doch gesagt, das Broly-Tor wird so egal sein. Komm, Köln, mach einen Angriff. Zeig was. Erster Schuss. Und manchmal halten die Torhüter ganz gut. Ja, ist klar. Auf jeden Fall tun sie das. Komm, Köln, mach was. Die letzte halbe Stunde kann ich eigentlich klippen und an Gerhard Köhler schicken. Und dann wird Waff 25 nicht kommen. Man sieht, was der für eine räudige Scheiße da fabriziert. Ist mir gerade so egal. Ist doch egal, trifft so genau. Macht von mir aus 8 Tore. Ja, klar. Weil bei EA war auch kein Geld. Ist klar. So, erster Schuss Köln, wir sind gespannt. Wir reden von Schuss aufs Tor, nicht irgendwo aufs Dach, ne? Wenn das kommt. Halleluja! 7 Versuche! Oder 6? Ich weiß es nicht. Oh, warte, wir schauen uns noch die Ecke an. Ich spiele nicht nur. Ich habe dir gesagt, ich spiele das Spiel nicht. Ich wollte nur gucken, wie lange das dauert, bis der das Tor macht. Du kannst es ja gerne spielen, dieses räudige Dreckspiel. Ich bin raus. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Und der nächste Schuss war direkt wieder drin. Es ist mir so egal. Ich werde wann auch immer wahrscheinlich nie dieses Köln-Spiel normal spielen. Und ich habe so keinen Bock mehr. Ich spiele jetzt Pathfinder. Waff ist einfach ein Haufen Scheißdreck. Und der wird immer ein Haufen Scheißdreck bleiben. Als Bochumer bin ich Schlimmeres gewohnt. Ach, ich spiele jetzt Waff. Ich mache jetzt das Köln-Spiel. Ich lasse das jetzt einmal durchlaufen. Dann werde ich dieses Spiel wochenlang nicht mehr anrühren. Ganz ehrlich. Und dann habe ich dieses verfickte Köln-Spiel weg. Pass auf, ich gebe jeden von euch 10 Euro, der hier im Chat ist, wenn der erste Schuss wieder drin ist. Von Köln. Weil so wird's kommen. Der erste Schuss wird wieder drin sein. Jede Wette. Es wird passieren. Es wird 100% passieren. Ihr habt es ja eben gesehen, er hält mal nach 7 Spielen einen Ball. Ein Ball hält er, um direkt das Tor zu kassieren. Es ist so lächerlich. Dieses Spiel ist so räudiger Arsch. Wir haben einen guten Lauf jetzt, Nina. Ja. Brauchen sie gar nicht. Die brauchen nur von 40 Metern aufs Tor schießen. Der ist eh drin. Da brauchst du nichts scouten. Es ist so ein Arschspiel. Hauptsache Bochum gewinnt, komm. So. Ah, scheiße. Wir greifen an. Shit. Ah, wir greifen doch nicht an. Sehr gut. Aufpassen. Erster Torschuss.
Okay, der ging nicht aufs Tor. Euer Geld ist noch möglich. Mir geht es jetzt wirklich um Torschuss und nicht um eine Schusschance. Ja, so fair muss ich sein für euch. Ich hab echt überlegt, spielst du heute WAF, weil ich gestern Pathfinder gespielt habe, so ein bisschen? Weil ich will eigentlich auf die Bosporus-Bike-Outstars, habe ich so keinen Bock mehr. Jetzt kann ich es ja sagen. Weil wir haben alles erreicht und ich will Jugend und sowas wieder aufbauen und alles das, was das Spiel oder was ein Manager normalerweise ausmacht. Darauf habe ich Bock. Ach, das ist Bullshit. Das haben wir doch alles mit Erkenschwick. Ich habe meine 20. Saison, Bob. Die halten eh nicht, egal was du machst. Die halten eh nicht. Wir haben doch alles schon probiert. Wir haben doch alles probiert. Du kannst mit Form 10 reingehen und die halten nichts. Wie gesagt, das Einzige, was es gibt, war dieses Halbjahr mit Tenryu. Da war der so goated. Und der Rest war halt Arsch. Jawohl, Bochum gewinnt gegen Bayern. Das wollte ich sehen. Und ein Elfer für Bob. Das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. Und ein Torschuss für die Gegner. Komm, Bob. Du bist der Größte. Zeig mir, was du kannst. Immerhin einer ist kein absoluter Vollidiot. Wobei, eigentlich ist keiner ein Vollidiot, außer unsere beiden Torhüter. Das sind Vollidioten. Außer im letzten Halbjahr Tenryu. So, Einwurf Köln. Obacht. Obacht. Schade, kein Zehner für euch. Ich schwöre bei Gott, ich hätte euch einen Zehner gegeben. Form 7 ist mir so egal gerade. Ich hätte euch den Zehner gegönnt, vom Herzen. Vom Herzen hätte ich den euch gegönnt. Allein diese Animation, wie dieser Ball da rollt und so. Da kannst du gar nicht so viel Fond reinstecken. Wie das repariert werden soll. So viel Bälle hat unser Torwart nicht in 8 Spielen gehalten. Hat's nicht. 100 pro nicht. Wir sind schon mit Form 10 in Spiele gegangen und jeder Ball war drin von den Torhütern. Ich habe ja auch letzte Hinrunde nicht einmal außerhalb des Spiels gelobt und Tenryu war der beste Torwart, den es je gab. Das war wirklich die beste Torwart-Performance ever,
Letzte Hinrunde. Außerdem ist das ja auch andauernd, dass wir ein XG von 4 oder 5 haben und wir machen ein oder zwei Tore nur. Das ist doch auch immer. Das ist doch auch nichts Neues. Und die loben bestimmt nicht ihre Torhüter. Die machen nämlich nur Scheiße, die KI. Schon wieder einen neuen Spieler. Was hattest du da vorhin? Taubi Taubson oder so? Von mir aus 14 ist mehr. Was ist denn das? Elfmeter? Nee, braucht er nicht. Stern, oh! Stern schmeckt. Ja, Problem ist nur, wir scheißen ja auf die Jugend. Ich bezweifle das. Ach, Augsburg habe ich auch keinen Bock jetzt hier. Ja, extra für dich, ich mach's einmal. Gespräch vereinbaren, einmal Mais. Ich mache eben die Woche noch fertig und dann sowas von Pathfinder. Das Spiel ist wenigstens logisch, wenn Quash mir erklärt, wie die Logik funktioniert, weil ich zu blöd bin. Also die Logik von Skills und so. So kein Bock mehr. So kein Bock mehr. So kein Bock mehr. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich werde mir bei was gedacht haben. So, was war das? Leistung? Letztes Spiel war super. Willst du das? Oder was soll ich sagen? Was möchtest du, dass ich sage? Ich glaube, ja. 1,5 hat er gehabt. Okay, letztes Spiel war super. Freut sich über das Lob. Bob, ich habe Torhüter-Spielergespräche. Während der Halbzeitpause gibt es doch Spielergespräche. Okto Tara im Fokus von Wolfsburg, verpiss dich. Da gibt es doch auch dann immer Loben und so. Ich habe die so häufig gelobt, die Torhüter. Immer wenn die eine 1 haben, habe ich die gelobt. Immer. Weil das eben nicht so häufig vorkommt bei den Idioten. Hä, wieso Freundschaftsspiel? Kann ich das irgendwie absagen? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich will kein Freundschaftsspiel machen. Wo kommt das denn her? Hä? War das eben schon drin? Das war doch eben nie im Leben drin. Das ist nicht drin. Wo kommt diese Scheiße her? Ihr seht, das ist nirgendwo ein Freundschaftsspiel.
Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Ah, okay. Hat einer gerade hingeguckt, wo das herkommt? Ich hab nichts gedrückt. Ich hab genau das gemacht, was ich jetzt mache. Dieses Spiel, ne? Das kannst du so nicht ernst nehmen. Nein, hab ich nicht. Auf gar keinen Fall habe ich das gemacht. Auf gar keinen Fall habe ich das gemacht. Das ist mit das Erste, was ich ausmache. Also wenn ich einen neuen Spielstand starte, zum Beispiel mit dem Bossbus hier, es gibt 3-4 Sachen, die mache ich instant, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich habe längst Pause gedrückt am Nebentag. Danke. Spiel. Geht doch. Das ist das Erste, was ich mache, ist hier Athletiktrainer, Torwarttrainer, Co-Trainer. Das Zweite ist hier, komplett an Organisationsleiter abgeben, dass das weg ist. Das hier so einstellen. Ja, im Grunde das. Das sind die Sachen, die ich instant immer mache. Deswegen, ich habe jetzt auch nichts gedrückt irgendwie. Also, dieses Spiel. Und jetzt schauen wir mal, wie die Leistung ist von Tenryu. Was der große WAF-Trainer Bob uns da jetzt für einen Hinweis vielleicht gegeben hat. Hat er uns den Gamechanger gegeben oder halten die weiterhin wie Arsch? Meine Vermutung ist ziemlich klar. Ich vertraue meinem Bob, dass der was Vernünftiges da gezaubert hat. Mir tut Quash leid. Quash ist wieder der Einzige, der Form hat. Und der wird wieder von diesem räudigen Drecksteam runtergezogen. Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. Merkt euch das. Merkt euch das. Da wird gleich 9 oder 10 stehen. Und dann wird es wieder kontinuierlich runtersacken. Weil wir Quash im Stich lassen. Genau so wird's laufen. Mit Ansage. Also nicht heute, weil garantiert ist das jetzt das letzte Spiel. Garantiert. Ich sag sogar, Tenryu, heute wird dein Tag. Mit dem Parla. Hab heute Lost Chapel mit dem Parla vor mir. Sagen wir so, der Arm wird ehrlich, aber. Quash, bitte. Mach dich nicht lächerlich. Unter Druck? Okay, dann sag ich's nicht. Zelda, heute wird dein Tag. Siehst du, ich setze ihn nicht unter Druck. Quash, du weißt genau, dass ich für 5 Inseln 5 Monate brauche. Das wissen wir doch beide. So, Ballverlust. Jetzt sind wir gespannt. Erster Schuss, Tor. Mann, ist das eine Überraschung, dass unser Torwart keinen Ball hält. Wie konnte das nur sein? Komm, du siehst es doch, was das für eine räudige Scheiße ist. Du siehst es doch. Das ist jetzt von 8 Spielen 7 Mal, dass der erste Ball im Tor ist.
Ja, komm. Aber siehst du, Bob, wie behindert das einfach ist? Du siehst es doch jetzt selber. Du siehst es doch jetzt selber. Auch mit da. Ich habe alles gemacht, wie du wolltest. Erster Balltor. Können wir gerne machen, dann kann ich nämlich nicht safe-scammen, weil das Spiel regt mich so auf, dass ich das nur noch safe-scamme jetzt. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich habe so keinen Bock mehr. Am Ende werden wir Meister mit 34 Siegen, weil ich jedes Spiel safe-scamme, weil es so eine räudige Rotze ist. Und das ist mir dann auch so scheißegal dann. Wenn das Spiel so eine räudige Scheiße fabriziert. Kannst du mir sagen, was du willst? Das ist doch irgendein Algorithmus, wenn wir zu gut sind. So war das nämlich auch in der letzten Saison. Wenn wir zu gut sind, war auf einmal jeder Schuss im Tor. Und genau das ist dann auch passiert. Der Gegner hat jeden Ball gehalten. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass da nicht irgendein Zwinkel-Zwonkel im Code ist. Das ist so lächerlich. So, Tenryu, das kannst du besser. Jetzt sage ich sogar sowas. Zu leicht mit dem Spiel. Das glaube ich ja nicht. Der einzige Grund, warum wir Meister wurden, war, dass Tenryu die Hinrunde seines Lebens gespielt hat. Die Rückrunde war nämlich okay. Und es gibt da einen ziemlich einfachen Grund, warum man in der Rückrunde besser ist, wenn du in der oberen Liga spielst. Das nennt sich schlechte Programmierung. Weil die Gegner, die englische Wochen haben, wie Dortmund, die ja oben dabei sind, die setzen immer dieselben Spieler ein und dann spielen die in der Liga mit mit Fitness 20. Und du gewinnst dann easy gegen die am Ende der Saison. Achte mal auf die Fitness deiner Gegner. Vor allem gegen Ende der Saison und vor allem in der Bundesliga dann mit englischen Wochen. Genau da kommt das nämlich dann. Brauche ich auch. Ja, aber das habe ich auch schon Quash mehrmals gesagt. Fitness ist im Grunde das Wichtigste im ganzen Spiel. Der Rest ist so scheißegal. Da kannst du nämlich die Uhr nachstellen. Dortmund und Bayern, so die letzten 10 Spieltage, kacken die immer rein. Weil die in der Champions League einfach die beste Elf aufstehen, dann in der Liga die beste Elf, weil die andauernd englische Wochen haben und die KI dumm wie scheiße ist. Ja, dann ist gut, dann hast du sie ja gestellt. Ich will mal gern. Ah, kann mich. Nee, im Saisonrückblick kann man das nicht sehen. So ein Zwonkel. Ja, rate mal, warum ich immer den besten Athletiktrainer, den es gibt, hole. So, nicht gesafescamed, nur mal so. Kann man das irgendwie sehen, letzte Saison, die Ergebnisse? Nee, ne? Das werde ich auch nie verstehen. Das macht für mich auch keinen Sinn.
Ich habe noch nie eine Trainingsnote, glaube ich, gesehen, die 3,0 war. Generell. Ja, der Punkt ist mir gerade egal. War wieder ein Torschuss, ein Tor, ne? Wie immer. Ah, nee, stimmt ja gar nicht. Wir haben was gehalten. Der erste war nur wie immer drin. Bob, achte mal bitte bei deinem Training. Hast du mal eine Note 3,0? Nur bei der Trainingsnote. Ich kann mich nicht erinnern, wirklich, dass ich hier mal eine schlechte Note hatte. Ah, hat man halt. Was ist denn Robustheit? Seht ihr Robustheit? Der kann nur Robustheit 1 lernen. Ist doch Quatsch. Das ist auch. Was ist das denn für ein Arschbaum eigentlich? Für einen Innenverteidiger. Robustheit. Warte, Innenverteidiger brauchst du nicht Robustheit? Ja, warum auch? Ich bin mal gespannt, Bob, aber ich mache jetzt eh Pathfinder. Habe ich eben schon gesagt. Ich habe jetzt nur das Spiel gemacht, um dir wieder zu zeigen, dass Tenryu den ersten Ball offensichtlich wieder nicht halten kann. War zu viel verlangt. War zu viel verlangt. Sowas darf ja nicht sein, ne, dass wir einen Ball halten. Sowas darf nicht sein. Warte, kann man nicht den XG sogar sehen vom letzten Spiel? Das ist ziemlich einfach erklärt. Hast du Transfers gemacht? Guck mal in der Stärketabelle, wo du nach deinen Transfers stehst. Das Saisonziel kommt ja am Anfang der Saison. Dann machst du ja deine Transfers wahrscheinlich. Du hast dir bestimmt ein paar Dings geholt, oder? Ein paar Vereinslose. Und schon bist du in der Stärketabelle ziemlich oben mit dabei und dann Saison. Ja. Nicht bestes Team der Liga, aber wenn dein Saisonziel 16 ist. Ja, okay, 12 Siege, 12 Spiele ist halt auch schon gut, ne? Aber das Ding ist, in den unteren Ligen. Warte. Ja, okay, ich bin in der 8. Saison, da ist die Schere auseinandergegangen, aber in den unteren Ligen dürfte sie nicht so weit auseinander sein. Wo ist denn Westfalenliga 2? Guck mal, wenn du dir schon. Ja, hier ist schon auseinander. Aber wenn du dir ein, zwei Spieler holst. Ah, okay, dann liegt es vielleicht, vielleicht an den Stern oder an den Co-Trainer. Aber guck mal hier, wie nah die zusammen sind. Von hier bis hier ist das eine Stärke Unterschied nur. In der Top 11 sogar noch weniger. Ich weiß, ach, Wattenscheid ist ja auch 5. Liga, ne? So, das ist zwei Stärke unter. Ja, dabei sind wir sogar die Besten wegen Dings. Nehmen wir mal unsere raus, weil ich ja die ganzen Mega-Jungspieler da reinpumpe. Es ist vom ersten bis zum letzten eine Stärke Unterschied circa, nach 8 Saisons übrigens, wo sich die Stärken ja auch noch verschieben. Du kaufst dir 2, 3 Spieler und du steigst von 17. Mannschaft bis auf die 3. oder 4. direkt hoch. Das ist in den unteren Ligen halt echt krass. Dafür sind sie halt alle ungefähr gleich stark. Ja, siehst du? Also es ist in den unteren Ligen halt echt übertrieben. Logischerweise. Ach, Hauptsache, wir haben die Schwarzwald nicht. So, jetzt, ohne Witz, jetzt gehe ich da raus. Ja, das auf jeden Fall. Aber Babbo würde ich nicht aushalten mit diesen räudigen Dreckstorhütern. Das stimmt auch. Plus 1. Ich mach mal ganz kurz Stream an aus, ne?